Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über eines der ältesten Themen überhaupt sprechen. Die Liebe. Und da wir hier auf Marbacher TV sind, sprechen wir natürlich über Liebe und Behinderung. Als YouTuber habe ich für mich schnell festgestellt, dass ich eine Verantwortung euch gegenüber habe. Und zwar, ich habe eine Verantwortung, euch gegenüber euch zu unterhalten und zu informieren. Und in den letzten Monaten habe ich auch viel Fragen von euch bekommen, auch Lebensfragen. Und darum habe ich für mich auch festgelegt, ich habe auch eine Verantwortung, euch bei diesen Fragen zu unterstützen. Und eines der Themen, die häufig gekommen sind, war, wie bekomme ich eine Freundin als behinderter Mensch? Wie läuft das überhaupt? Was kann ich tun, um nicht mehr alleine zu sein? Und da das eine sehr, sehr große Frage ist und auch in meinem Leben eine doch nicht geringe Rolle spielt, nehme ich diese Frage sehr ernst und ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der wesentlich kompetenter ist in diesem Thema als ich, denn meine letzte Freundin, die ist auch schon in den Jugendjahren war das und das ist auch schon 20 Jahre her, also bin ich vielleicht nicht der kompetenteste Ansprechpartner in diesem Bereich. Aber ich habe jemanden gefunden. Hallo, liebe Dorothea. Danke, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich kurz vor und erklärst den Leuten, warum ich glaube, dass du wesentlich kompetenter bist als ich. Naja, dann hoffe ich, dass ich deinen Ansprüchen gerecht werde. Bin sicher. Jetzt hast du ja das ziemlich hochgeschraubt. Naja, ein paar Worte zu mir. Dorothea Proschek, ich lebe in Wien, ich bin gebürtige Polin. Wir sind hier in meiner Firma Project Power Consulting, die ich mit Leidenschaft betreibe. Und warum du mich jetzt gebeten hast zu dem Gespräch, mein Gott, also ein Hintergrund ist, wenn wir bei der Professionalität bleiben mal zu Beginn, dass ich in den 90er Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht zur Sexualberaterin und Sexualpädagogin bei Professor Dr. Ruthrott Perner. Habe sehr viel gelernt und habe auch einige Zeit in dem Bereich gearbeitet, so mit Trainings und Workshops und ein bisschen Beratungen zum Thema Sexualität und Behinderung. Ist jetzt schon ein bisschen her. Mein Weg hat mich ja dann in andere Bahnen beruflich geführt. Und privat, ich hatte eine wunderbare Partnerschaft, 17 Jahre. Mein Partner ist vor einem knappen Jahr gestorben. Mein Bett. Ja, danke. Und ja, ich denke, die 17 Jahre waren ganz ein großer Schatz auch, um aus dem heraus und alles natürlich, was ich davor auch so erleben durfte, ja, kann ich auch aus dem Bereich und aus den Erfahrungen vielleicht ein bisschen was beitragen. Sehr spannend. Ja, danke nochmal, dass du Zeit nimmst. Du hast gesprochen, du hast als Therapeutin gearbeitet früher? Als Beraterin. Beraterin, Entschuldigung. Ja. Gibt es sowas heute noch, wo sich Menschen hinwenden können? Ja. Also zur Erklärung zuerst mal, ich habe viele Nachrichten bekommen. Ja. Facebook und E-Mail und so. Mhm. So Grundtenor, ich bin Rollstuhlfahrer und ich bin auf der Suche nach einer Freundin oder ich glaube, dass die Frauen Angst haben vor meinem Rolli, wie kann ich das machen? Oder ich suche eine Freundin, gerne auch behindert, wo finde ich welche? Das sind so die Fragen, die an mich herangetragen werden. Und wenn du als Berater gearbeitet hast, stellt sich für mich die Frage, gibt es das heute noch? Ja, natürlich. Natürlich. Es gibt, also ich würde sagen, angefangen von Familienberatungsstellen. Familienberatungsstellen beraten auch zum Thema Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. Und da kann man genauso sich hinwenden und schauen, welche Leute arbeiten da, welche speziellen Themen gibt es da. Es gibt Sexualberatungsstellen, Beratungsstellen zum Thema Partnerschaft und Leben. Muss nicht immer nur mit Behinderung zusammenhängen. Also ich würde irgendwie alle auch anregen wollen und einfach Beratungsstellen und Einrichtungen aufzusuchen, die jetzt nicht immer das Label Behinderung drauf haben,
Muss ja nicht sein. Also es kann, wenn es für uns wichtig ist, ja, muss aber nicht sein. Also dass wir uns wirklich Menschen suchen, die zu uns passen. Also da wirklich mal googeln zum Thema, ja, Beratung, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität, Wien. Googelt es einmal. Schaut's. Oder auch Bundesländer. Gut, natürlich, ja. Ja, man das merkt wieder, auch für Deutschland, bin, oder? Genau, die Stadt, in der ich wohne, die gebe ich ein, ja. Oder dort, wo ich. Bundesland. Oder das Bundesland, oder dort, wo ich mich bewege, ja. Das gebe ich unbedingt ein. Und diese Wörter, und dann kommen Stellen. Und die rufe ich dann ab. Natürlich, uns wird es nichts Sport, sage ich mal, ha? Muss man immer die Barrierefreiheit mit abfragen. Mhm. Und dann merke ich ja schon, wie sind die Leute gestrickt. Und aus dem heraus kann ich sozusagen eine Tugend auch machen, weil ich kann super filtern, wer spürt sich wie an im Gespräch. Die meisten haben eher ein gutes Gefühl dafür. Ja. Wenn jemand schon sagt, Behinderung, ja. Dann danke, kann genau, ich ja wieder auflegen. Genau, also da hat man eigentlich einen super Filter, weil sonst sagt man eigentlich jeden, egal ob behindert oder nicht, wenn man so jetzt auf der Beraterschiene ist, Beraterinnen, schaut mal, ob euch überhaupt die Beraterin, der Berater sympathisch ist. Ist ja eigentlich schwierig, und zu sagen, jetzt möchte ich mit ihnen reden, ob ich überhaupt mit ihnen will. Mhm. Ja? Aber wir haben es irgendwie, wir können diese Notwendigkeit der Barrierefreiheit, die eigentlich zum Hals raushängt und uns oft nervt, können wir da in einen Vorteil wieder machen und sagen, okay, sagen Sie mal, sind Sie barrierefrei? Und je nachdem, wie der umgeht, wie der, stimmt, ja. Mag ich die Stimme überhaupt, ja, finde ich, könnte ich mit der Person weiterreden? Ja, so kann man das ganz praktisch zum Beispiel beginnen, wenn man klassische Beratung haben möchte. Okay, ja, cool. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Start für sowas. Was kannst du noch empfehlen? Was kann ich noch empfehlen? Um jetzt, also du hast gesagt, so Fragen, eben die Fragen, die uns alle bewegen, nicht? Wie komme ich, wie finde ich den oder die, die mein Herz und meine Seele erfüllt? Genau. Ne? Ja, die kleinen unwichtigen Fragen des Lebens. Genau, die kleinen unwichtigen Fragen. Ja, raus ins Leben, hilft nichts, gell? Raus ins Getümmel, da wo Menschen sich aufhalten, da ins Leben stürzen, würde ich sagen, das ist das eine. Das andere ist, sich sehr gut mit sich selbst unterhalten. Okay. Und sich selber gut kennenlernen, auch den eigenen Körper kennenlernen. Wie ticke ich, was mag ich, was mag ich nicht. Ich sage immer so, wenn ich gut mit mir selbst kann, nur dann kann ich auch halbwegs gut mit den anderen. Okay. Also ich muss mich auch selber wirklich mögen und lieben. Und da kann ich mich auf die Reise machen. Also Beratungen haben wir schon gesagt, aber wenn es jetzt mehr auf die Körperebene geht, ich meine, angefangen von Begegnungen, wo der Körper doch präsent ist, also weiß ich nicht, bin ich eher der Tanztyp, da fällt mir gleich Sensibility ein, ja, oder andere Tanzprojekte, oder gehe ich, weiß ich nicht, zu Theatergruppen und klinge mich ein, oder sage ich, nahe Gruppen und so, ich will einmal mehr mit mir mich beschäftigen. Ja, schaue ich, gibt es irgendwie Massageangebote, gibt es klassische Massagen, die mir gut tun, tut mir das gut, gibt es andere Körperarbeiten, da gibt es ja Unmengen an Körperarbeitangebote, bis hin zu Tantra-Massagen zum Beispiel, die wirklich den Menschen als Körper, Geist, Seele mit einbeziehen und wirklich auch in der Massage auch quasi, wie du das so nett im Vorgespräch erwähnt hast, bis zum Happy End. Ja. Einfach. Aber das sind dann Angebote, die schon wieder auch Geld kosten. Ja, wo man zum Teil selbst zahlen muss. Ja, natürlich. Okay. Natürlich, ja. Natürlich. Genau. Also wir waren vorher bei Beratungsangeboten. Es gibt Beratungsstellen, die sind gefördert, da zahlt man nichts. Aber es gibt natürlich auch Beratungsangebote, die kosten was. Und bei Dienstleistungen von Massagen, Körperarbeit sind wir natürlich auch im Bereich, das kostet was. Wie wir vorher gesprochen haben, eben so einfach nur um rauszugehen, um Leute kennenzulernen und auch sich selbst besser kennenzulernen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, Fitnessstudio zum Beispiel, ja, oder? Natürlich. Na, das ist eine super Idee. Man kann eben alles machen, ja, aber super, das ist eine super Idee. Ja, genau. Okay. Fitnessstudio, perfekt. Tanzstudios, ja. Mhm. Also alles, was
wo wir unseren Körper gern irgendwie auch, wo wir gern kommunizieren. Mhm. Weil wenn wir uns überlegen, wir wollen, das ist unser Wunsch, in Beziehung zu treten, dann ist ja auch immer Körperlichkeit da. Also ja, das ist ja der Wunsch. Und dann, wenn das Thema da ist und ich sage mal so, der Austausch auf der Körperebene, Sexualität, Erotik, Sinnlichkeit gibt einfach ganz viel Kraft und Energie. Das ist Lebensenergie pur. Mhm. Und da denke ich, das ist ganz wichtig, zuerst zu schauen, was brauche ich selbst und dann, wie geht's weiter. Also man kann schon sagen, es ist wichtig, dass man sich selbst jetzt nicht als Behinderten oder als Benachteiligten selbst wahrnimmt, oder? Man muss schon mit sich selbst so im Reinen sein und sagen, ich bin ein super Bursch oder ein super Mädel. Und ich bin sexy, so wie ich bin. Es tut gut, ja, es tut gut. Natürlich gehören da auch Momente dazu des Schmerzes. Das Leben ist nicht weiß oder schwarz. Und wenn wir es uns wirklich aussuchen könnten, hätte man wahrscheinlich diese Rolle, ich meine, auch wenn man es uns nach irgendwelchen, ja, das würde jetzt zu weit führen, vielleicht haben wir es uns ausgesucht, ja, aber ich sage mal so, auf der reinen Ebene hätten wir es uns nie ausgesucht, ja, wahrscheinlich, aber jetzt bin ich abgeschwiffen, jetzt hast du mich abgelenkt, gell? Entschuldige. Macht nichts. Aber ja, so dieser klassische Bursch, klasse Mädel, Anspruch, also so Wunsch wäre schon gut, ja. Genau, das habe ich gesagt vorher, dass da auch Momente des Schmerzes natürlich dazugehören und zu sagen, ja, puh, und das tut mir aber weh und ja, gewisse Dinge kann ich halt anders machen oder nicht machen, gewisse Dinge sind halt nicht möglich, aber dafür sind sie anders möglich. Mhm. Da durchzugehen bleibt keinem erspart. Ja. Also ich möchte jetzt nicht nur rosarot reden, ja, es sind eben auch Momente, die voll wehtun und wo man sagt, pff, ja, scheiße. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gleichzeitig zu sehen, wir haben sowieso einen Vorteil. Ja. Okay. Meine These ist ja, mein Lebensprinzip ist ja, dass ich sage, behinderte Leute haben einen Vorteil gegenüber nicht behinderten Menschen. Da bin ich mir jetzt sicher, dass alle interessiert, dass du das genau erklärst. Wir haben es ja viel besser. Wir haben es ja viel besser, weil wir sind viel schneller in der Situation mit der Nase quasi wirklich auf den Boden zu fallen, weil wir quasi nicht den Hochglanzplakaten entsprechen. Nicht so dieser, also schau, wir leben in einer visuellen Welt. Ja, genau. Und das sind einfach die visuellen Reize hervorherrschend. Eben Hochglanzplakate und so weiter. Und ich sage mal, wir behinderten Leute, wir sind viel eher mit der Nase draufgestoßen, dass wir eben nicht Tanzen und Jane, diesen Muskelpaketen und diesen Hochglanzmenschen entsprechen. Wir sehen das viel schneller. Ja? Nichtbehinderte brauchen da ein bisschen länger, dass sie das da rappen. Meistens, okay. Sage ich mal. Ja? So. Und deswegen, sage ich mal, haben wir den Vorteil, uns selbst zu erfinden und uns selber zu finden. Wir haben einen Startvorteil, dass wir schneller hinkommen, weil wir schneller mit der Nase drauf gestoßen werden, so wie das Hochglanzplakat, wie es uns alle vorgaukeln, wie wir sein sollen müssen, um jetzt, weiß ich nicht, den Multiplen zu kriegen oder sonst irgendwas. Ja, wir sind da schneller dort, weil wir schneller mit der Nase drauf sind, dass wir eben in einer täuschen und tarnen Welt auch leben. Das heißt, gerade das, was so als Wortspiel wird mit es muss alles schön sein, es muss alles tiptop sein und du musst immer perfekt gestylt sein, was es einfach nicht geht und das ist am Ende. Mhm. Irgendwann kommst du auch drauf, du bist halt du und nicht die Supermodel oder der Bodybuilder. Genau. Und du musst dann mit dem klarkommen. Genau, sondern du bist deine eigene Schönheit. Okay. Ja, du bist nicht die Schönheit, die da vorgegaukelt wird, weil du ist vielleicht auch schön, aber deine eigene Schönheit ist ja die schönste. Das musst du bewusst werden. Genau. Okay. Du musst deine eigene Schönheit für dich finden und sehen und dich. Wow. Du musst ein größerer Bewunderer werden. Das ist ein großer Schritt, glaube ich. Das ist ein großer Schritt, ja. Denn ich glaube, sollten auch manche Nichtbehinderte machen, glaube ich, oder? Grundsätzlich tut das jedem gut. Ja. Also grundsätzlich, sage ich mal, das ist ja nicht was jetzt uns vorbehalten bleibt, uns Leuten mit Behinderung.
sondern grundsätzlich ist das ja eh die Aufgabe von jedem Menschen. Ich glaube aber eben, wie ich vorher gesagt habe, dass wir einen Startvorteil haben. Wir haben die Möglichkeit, viel schneller uns selber zu sehen, zu erkennen, zu finden, weil wir schneller im Schmerz sind. Weil wir schneller erkennen müssen, wir haben nicht den Marktwert, der vorgegeben wird. Ja. Den haben wir einfach nicht. Und dann können wir eins machen. Wir können uns wehleidig in die Ecke zurückziehen und sagen, ich bin so arm und behindert und Oder wir können sagen, da gehe ich jetzt durch und das schaue ich mir an. Und ich schaue den Tiger ins Auge. Ja. Okay. Ja, spannend. Aber ich glaube, das ist echt ein großer, auch für mich selbst, glaube ich, ist das noch ein Punkt, wo ich zu kühlen habe dran. Ja. Also, wie man so schön sagt bei uns. Ich glaube, das ist auch ein Lebensthema. Ja. Also, ich glaube, das dürfen wir immer mehr, immer besser oder immer voller. Es hört nie auf. Also einfach sozusagen sich bewusst sein, dass man genauso super ist wie die anderen schönen Menschen. Nein. Vorgaukeln. Nein, nicht genauso super. Okay. Also vom Werten weg. Okay. Vom Vergleichen weg. Okay. Ja. Also weg vom Vergleichen. Also ich bin super. Ja. Fertig. Und alle sind super, ja. Also wir sind alle super, aber zuerst einmal bei sich. Also, und nicht vergleichen und nicht werten. Jeder hat seine Schönheit. Aber im Endeffekt muss man doch, während man mal hingeht, zum Beispiel jemanden ansprechen will und sagen wie, hey, man möchte anflirten und halt schauen, ob das was wird, dann muss man trotzdem sagen, du, ich bin jetzt da und es gibt zwar andere, aber ich bin mindestens genauso gut und besser als wie die anderen. Passt besser zu dir. Also in gewisser Weise vergleicht man dann doch. Weil man steht ja immer in Konkurrenz zu anderen. Ja, und man muss sich sozusagen... Also wenn man das so sehen mag, ja. Aber es gäbe auch andere Modelle in meinem Verständnis, nämlich gar nicht, schau, ich bin besser, nimm mich, sondern komm, wollen wir mal spielen. Ja, schon, aber dadurch musst du trotzdem die Personen entscheiden. Für jemanden gegen jemand anderen. Meinst du das wirklich, dass man sich immer, also... Ich weiß nicht. Vielleicht kommt da die Hack in mir durch. Ja. Das Wirtschaftliche. Ja, natürlich, also ich habe es schon mal... Ich kenne so diesen Satz, entscheiden heißt immer verzichten. Aber... Ja, außer du lebst polyamor, oder wie du sagst. Ja. Dann kannst du es nehmen. Aber. Ja, aber na, also nicht so sehr beim... Jetzt sind wir halt... Schon richtig philosophisch, das finde ich voll spannend. Aber ich, also in meinem Verständnis nach, halt tut es gut, nicht so sehr im Vergleich zu leben und nicht so sehr in der Bewertung bei sich und beim anderen und dann entwickelt sich es eh. Okay. Also ich kann zum Beispiel nur sagen, mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, 98, ja. Wir haben uns kennengelernt, es hat gleich gefunkt. Es war sehr intensiv, aber wir waren überhaupt nicht auf eine Beziehung aus, jetzt im Sinne von zusammenwohnen und eine fixe Partnerschaft haben. Wir haben den Moment genossen, von einem Wochenende aufs andere, und auf einmal war es ein Vierteljahr, und dann war es ein halbes Jahr, und dann haben wir gedacht, okay, was dumm, und wir haben gar nicht so viel gedacht, also wir haben einfach die Momente genossen, und naja, wir waren 17 Jahre zusammen. Also das kann ich nur jedem irgendwie mitgeben, also es ist nicht so viel zu planen. Also vorweg. Natürlich, wenn man dann nach einem halben Jahr mal gesagt, okay, wie tun wir jetzt? Und sagen wir mal, wir sind zusammen. Ja, beziehungsweise wohnen wir jetzt zusammen? Nein, noch nicht. Oder, aber wir machen das so und so. Also schauen sich natürlich eine, also ich bin ein Mensch, ich mag gewisse Verbindlichkeiten auch. Ja. Ja? Und natürlich. Aber gleichzeitig in dem Leben, dass man jetzt nichts vordefiniert bis ans Lebensende. Und wie ich nur sagen kann aus meinem Beispiel, man kann es eh nicht. Ja. Ja. Es kommt dann eh immer anders, als man denkt. Denkst du, dass es Frauen, die behindert sind, leichter haben als Männer, Partner zu finden? Behinderte und Nichtbehinderte? Nein, glaube ich nicht. Okay. Also ich, in meiner Zeit, in den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, gab es auch
ich war auf Kongressen in Deutschland zum Thema Behinderung, Sexualität, und da gab es auch so eine Zahl, dass verglichen behinderte Frauen, behinderte Männer, mehr behinderte Männer in einer Partnerschaft standen als umgekehrt. Okay. Und zwar, irgendwer hat dann diese, sozusagen diese Begründung, weil es da sehr oft auch darum geht, Behinderung zieht sehr oft einen Assistenzbedarf mit ein. Okay. Also sehr oft. Der wird oft von Frauen gedeckt. Und genau, und der ist sozusagen nicht geregelt mit Förderungen im Ausmaß des Bedarfs meistens. Das heißt, es müssen meistens die Partner unter Anführungszeichen irgendwie mit an Bord geholt werden. Und das tun sich Frauen eher an als Männer. Also das tun sich nicht behinderte Frauen, tun sich das eher an, diese Rolle der Unterstützerin mitzumachen als Partnerin, als nicht behinderte Männer, dass sie das okay. sich quasi antun, unter Anführungszeichen. Okay. Es würde ja den Rollen entsprechen, sozusagen, den gemachten Rollen. Ja, aber was hat das jetzt mit der Beziehung zu tun? Naja, es gab damals eine Zahl in den 90ern, die ich aufgeschnappt habe, dass mehr behinderte Männer in Partnerschaft mit nicht behinderten Frauen stehen als umgekehrt. Ach so. Ja, aber gut, da kann man jetzt auch philosophieren. Ich glaube es nicht, dass irgendwer leichter hat. Also, findest du das? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht immer das beste Bild von uns Männern. Aha. Und schon gar nicht von nicht behinderten Männern. Also ich bin da sehr, ich habe das Gefühl, dass es, wenn man ein liebes Gesicht hat und dann es geht was, dann tut man sich als Mann oder leichter jetzt. Ich weiß nicht, es ist subjektive Einstellung. Okay, ja. Ganz glaubst subjektiv. Du, dass behinderte Männer leichter haben als behinderte Frauen? Nein. Umgekehrt? Ich glaube, dass behinderte Frauen leichter haben. Leichter haben was? Beziehungen mit Männern einzugehen. Beziehung oder Dates? Das ist ja unterschiedlich. Ja, ist richtig, genau. Ja? Ich glaube, also Dates auf jeden Fall, glaube ich. Okay. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Aha. Wobei, eigentlich weiß ich gar nicht. Eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Weil ich sogar, ich meine, Dates, ja, ist kein Dates. Ja, ist eh super. Gut, ein Date kriegt man schnell mal hin. Aber das zum zweiten kommt dann. Ja, genau. Das ist der Hund. Genau, ja, ja. Okay. Das hättest du noch gern gewusst. Genau, also wir haben das jetzt geklärt. Man soll sich einmal selbst finden und mögen. Ja, und sich selbst und lieben. Sich selbst lieben. Das ist schon mal der große Schritt wahrscheinlich. Mhm. In die Richtung, sich für jemanden anderen interessant zu machen, oder halt. Gut, wir haben über sich selbst den Körper erfahren und Dinge haben wir gesagt, so, weiß nicht, vom Fitnessstudio, Theater, Tanzen, Massagen, genau. Körperarbeit. Genau. Tantra. Das sind alles Dinge, die man halt so mal googeln kann für seine Umgebung, um da dann mal Sachen zu finden. Genau. Okay. Und du hast dann noch irgendwas gesagt von Amelos und Devotis? Ja, einfach. Was ist das? Okay. Ja. Also ich denke, als behinderte Person ist es wichtig zu wissen, dass es Menschen gibt, die heißen Amelos oder Devotees. Das sind Menschen, die Behinderung als Fetisch haben, die Formen von Behinderungen sexuell, attraktiv, erotisch anziehend finden. Das sollte man wissen, dass es sowas gibt. Und dann gibt es halt Menschen, die so ausgerichtet sind, die damit bewusst reflektiert umgehen und den anderen, die andere Person als Person sehen und nicht nur als diesen Defekt, genau, diesen Defekt, der mich jetzt da antörnt, sondern die sie damit auseinandersetzen für sich selbst und das eigene Leben, also für sich selber integrierend das Thema für sich erleben können. Und dann gibt es halt natürlich Menschen, die das nicht tun und wo es dann schon ungustig werden kann und aber auch unangenehm. Okay. Und das sollte man wissen, dass es sowas gibt und auf sich aufpassen. Also so zum Beispiel nicht behinderte, die auf Menschen mit Amputation stehen oder Rollstuhlfahrer. Oder Rollstuhlfahrer oder genau, behinderte Beine. Okay. Etc. Ja, also einerseits ist es gut zu wissen, ich muss mich da nur ein bisschen richten, ist es gut zu wissen, dass es sowas gibt, weil
kann man ja auch umdrehen. Ja, wenn ich weiß, dass es sowas gibt, kann man ja auch damit spielen. Okay. aber auf sich aufpassen. Ja. Ja. Wie sagst du? Ich erlebe natürlich oft auch, gerade über Social Media, dass du dann angeschrieben wirst. Vom, jetzt sonst das behinderte Mann, ist dann meistens von irgendwelchen Frauen angeschrieben. Hallo, Hübscher, ich finde dich toll. Mhm. Und das sind dann meistens sehr überzeugende Fotos dabei, sage ich jetzt einmal. Und wenn man da jetzt dann jemand ist, der auf schon sucht und gerne jemanden hätte, da ist dann schon Dinge, auf die man aufpasst, oder? Wenn jemand so, weil ich dann meistens solche zwielichtigen Spam-Geschichten, ist meine Erfahrung. Okay. Und da muss man dann, glaube ich, schon aufpassen. Oder wie siehst du das? Klar, also sowas würde ich ignorieren. Das kriegen ja auch nicht Behinderte auch. Ja, eh. Irgendwelche Spam-Geschichten. Ja. Also da würde ich echt empfehlen, dass ihr, deswegen auch wenn es schon so gut klingt und so schön ausschaut und ein richtig wildes, sexy Foto ist, dann ist es meistens ein bisschen gefährlich. Ja, über Social Media würde ich überhaupt schon aufpassen, wer mich da anmeldet. Da ist ja wirklich, da würde ich sagen, schaut lieber ins Leben, rundherum in die Nachbarschaft. Okay. Da sind oft so nette Menschen rundherum. Ja, und wenn ich schon ins Internet will, dann kann ich ja auch Dating-Plattformen nutzen, kann ich auch. Weißt du da, welche zum Beispiel, die jetzt da geschickt sind, auch für Menschen mit Behinderung? Ich weiß zum Beispiel aus Erfahrung, Tinder ist ein Scheiß. Okay. Also da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Bei der Antworten, die meisten Frauen nicht mal, obwohl sie mich swipen. Mhm. Wenn es zu einem Match kommt, habe ich zum Beispiel nicht einmal die erste Nachricht durchgebracht. Okay. Weil dann der Match sofort aufgelöst worden ist. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, ein Jahr, sowohl ein paar Wochen einmal intensiver versucht und nicht sehr erfolgreich, das Ganze. Also das ist echt so ein Show und Schein und oberflächliches Ding. Naja, mir fallen jetzt zwei ein, wo ich immer denke, warum nicht? Also wo ich sagen kann, also eine ist eine deutsche Plattform, die haben halt im Fokus Menschen, die alternativ im Sinne von bewusst leben, also sei es jetzt, mir fällt da gleich ein, vegan, vegetarisch, Öko, Menschenrechte, politische Arbeit, sie thematisieren auch Behinderung, Nichtbehinderung, sexuelle Orientierung, sexuelle Vorlieben, Lebensweisen, Hypersensibilität, was weiß ich. Das checken sie auch in dem Profil ab. Und es ist nicht so, dass man dort wirklich suchen kann. Nein, sondern sie matchen. Und du kriegst ausschließlich Vermittlungsvorschläge aufgrund von ihren Service. Ist es eine bezahlte Plattform? Ja, aber es ist wirklich gut leistbar. Und wie heißt sie? www.gleichklang. Ah, habe ich schon gehört davon. Ja, hat mir eine ganz liebe Freundin empfohlen und ich bin ihr total dankbar. Okay. Weil es ist eine, ich finde es sehr gut. Okay. Ja, ich finde sie sehr gut. Es sind halt, natürlich ist Deutschland das Zentrum. Mhm. Ja, also für uns Ösis, sage ich mal, aber es sind auch Ösis drauf. Da, wo die Liebe hinfällt, da ja, wo die Liebe findet hinfällt, dann auch einen Weg. Ja, genau. Und die kann ich empfehlen, also nicht, dass... die kann ich empfehlen, weil ich jetzt weiß von vielen, dass die das gut machen. Okay. Ja. Genau. Und das andere ist halt, das nennt sich Handicap Love. Handicap Love. Okay. Genau. Empfehlen würde ich es jetzt nicht im Sinne von empfehlen, nur als Information geben. Und da muss man aber wissen, dass das natürlich ein Hotspot ist für Amelos und Devotees. Das muss man wissen, wenn man da drauf ist. Also für Menschen, die gezielt behinderte Menschen suchen. Die gezielt behinderte Menschen als Sexualpartner, Partner, Beziehungspartner, was auch immer, oder Hobby, Freizeitpartner suchen. Ja? Also ganz gezielt. Und das muss man wissen. Ja. Und ich sage, da kann man auch sich schrecken
Und da kann man auch negative Erfahrungen machen. Da kann man aber auch sehr nette Menschen treffen. Es geht beides. Aber man muss wissen, da sind natürlich Menschen auch drauf, die ganz gezielt behinderte Menschen suchen. Okay. Ja, das muss man wissen. Hast du zum Schluss noch zwei, drei Tipps, die man bei der Partnersuche als Mensch mit Behinderung irgendwie so beachten kann, oder? Erst würde ich sagen, dass man sich das Leben sehr gut einrichten darf und soll, dass man gut leben kann. Also, jetzt meine ich wirklich so diese Rahmenbedingungen. Dass man die Hilfsmittel hat, die man braucht, dass man einen netten Lebensraum hat, dass man, wenn man Assistenz braucht, dass das alles möglichst gut läuft und gut ist, dass man seinen Körper gut versorgt, dass man seinen Mind gut versorgt, dass man wirklich rundherum einen Rahmen schafft, wo man sich wohlfühlt. Okay. Das ist das Allerwichtigste. Und wo man auch mit seiner Behinderung gut klarkommt. Ja. So. Und von dem aus dann die Fühle ausstrecken. Und sich ins Leben stürzen, da wo Menschen sind, da was einem interessiert, und mutig sein. Und Körbe kriegt jeder. Und ja, rein ins Leben. Rein ins Leben und Körbe kriegt jeder. Das ist ein guter Schluss. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne, Martin. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Wenn ihr Fragen an die Dorothea habt, ich werde sie weiterleiten. Du wirst sicher gerne auch noch Fragen beantworten in den Kommentaren oder so. Gerne. Wäre lieb von dir. Gerne. Falls ich keine Antworten finde. Ansonsten danke, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und lasst mal ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.